Einheit und Heilung und die Priesterin. Neumond in Krebs am 6.7.2024 um 0.57 Uhr. Ihr Lieben, während draußen ein wunderschöner Sommertag erwacht, sitze ich hier, um die faszinierende und kraftvolle Energie des Neumonds in Krebs in uns zu erwecken. Lasst uns diese besondere Zeit nutzen, um tief in unsere Gefühle einzutauchen, emotionale Heilung zu suchen und neue, in dieser Zeit so wichtige Neuanfänge zu wagen. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie wir die Energie dieses Neumonds nutzen können, um unser emotionales Wohlbefinden zu stärken und Harmonie in unser Leben zu bringen. Bleibt dran und erfahre mehr über die heilende Magie des Neumonds in Krebs. Wir dürfen auf unserer heutigen Mondreise wieder ganz tief in unser Urvertrauen hinabsteigen. Hier geht es um unsere Emotionen und wir dürfen uns genauestens fragen, wie fühle ich mich emotional und wie kann ich meine emotionale Gesundheit verbessern? Welche alten Wunden oder emotionale Blockaden müssen geheilt werden? Was brauche ich, um mich in meinem Leben sicher und geborgen zu fühlen? Die Priesterin möchte uns auf unserer Mondreise dabei behilflich sein. Ihre Energie ist seit Urzeiten in unserem innersten Kern angelegt. Sie möchte uns helfen und uns zur Seite stehen. Die Priesterin trägt das weibliche Wissen der weiblichen Urkraft in sich. Sie kennt die Rhythmen des Herzschlags der Mutter Erde und kann die Stimme der Mutter Erde hören und ihre Lieder für uns deuten. Ihre Aufgabe besteht nun darin, all die Stimmen und Gedankenkräfte zu einem geklärten und kraftvollen Geflecht für uns zu vereinen. Besonders in schwierigen Zeiten wird sie dir zur Seite stehen. Lasse dich mit mir gemeinsam hineinfallen auf deine Reise in den unermesslich reinen Liebesplaneten, die Venus. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Ich bin mediale Trainerin für die Wahrheitsfindung und Weiterentwicklung. So lese ich den jeweiligen Weg, der vor uns liegt, aus verschiedenen universellen Feldern. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Schön, dass du da bist. Es ist gut, so wie es ist, denn dein Leben hat vieles mit dir vor. Das Leben ist voller Veränderungen, so erkenne auch ich in meiner Reise, in meinem Lebensrad, meine Themen und Aufgaben, welche ich in diesem Leben erfüllen möchte. Wenn du das auf deinen Mondreisen erkennen möchtest, melde dich gerne bei mir, um deine jetzige und kommende Aufgabe zu erkennen. Denn wisse, erst dann, wenn wir uns selbst ganz vertrauen, werden wir auf unseren Reisen in die nächsthöheren Ebenen stabil aufsteigen können. Wir lassen uns nun auf unserer weiteren Mondreise in unser Urvertrauen hineinfallen.
das Vertrauen auf den Fluss des Lebens, auf unsere hilfreichen Kräfte und unsere Seelenkräfte. So werden uns unsere lichten Boden und Helfer in die Felder des heilenden Feuers führen, um uns in unserer weiteren Entwicklung heilbringend unterstützen. Alles, was nicht mit dem Lebensplan übereinstimmt, wird verbrannt. Die Energie, die daraus hervorgeht, hat Bestand. Wir dürfen in uns erkennen, was es braucht, intensive Heilung zu erfahren. Wir werden auf unserer Reise unsere weiteren Helfer kennenlernen, welche im ersten Teil wieder tief in unsere Urkraft zu Mutter Erde uns führen, um unsere Urschöpferkraft erwecken, um danach weiter in die Felder der Wirklichkeit der Venus zu reisen. Die Urkraft in uns zu entwickeln, ist ein wesentlicher Aspekt für unseren Aufstieg in die nächsthöhere Dimension des Lichtes. Weitere Codes werden unsere Zellen durchlichten, um einen Abschluss des Alten zu erhalten. Ihr Lieben, in meiner spirituellen Begleitung erhältst du deine wunderbare Weiterentwicklung auf deinem Weg. Wir haben uns vor unserer Inkarnation unser Leben, unsere weitere Entwicklung und Verwirklichung alles geplant und mit hierher gebracht. Komme mit mir, gerne unterstütze ich dich im Lesen deines Seelenplans und deiner Entwicklung. Du erhältst Antworten auf deine Fragen: Warum bin ich hier? Was möchte ich in dieser Inkarnation verwirklichen? Ebenfalls unterstütze ich dich gerne in der täglichen Energieübertragung um 22 Uhr und meinen Heilsitzungen. Hier erkennst du ganz schnell, was in Heilung gehen darf. Vielleicht kennst du das auch, dass spirituelle Entwicklung nicht mit täglich 5 Minuten zu erreichen ist. Es ist ein stetiger Prozess und es gibt kein Ende. Fragst du dich am Ende des Tages immer wieder, wie geht es mir? Macht mein Leben Sinn? Bin ich glücklich? Was sind meine Wünsche und Bedürfnisse? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder bist du müde und ausgelaugt und nimmst dir hierfür nicht die Zeit? Wie fühlst du dich, wenn du diese Fragen hörst? Ganz ehrlich, nur wenige Menschen haben den Mut, sich diese Fragen zu stellen. Wenn du dafür bereit bist, biete ich dir meine kostenlosen Tagesimpulse an. Mache es gerne zu deinem täglichen Ritual, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Lasse es zu. Hier findest du auch die täglichen kostenlosen Meditationen. Komme auch mit zu unseren wöchentlichen Livestreams. Hier arbeiten wir mit den jeweiligen Tagesenergien. Die Teilnehmer berichten, dass ihr Leben leicht ist, wenn sie nur ihre jeweiligen zugehörigen Codes sprechen, welche du in den Streams erhältst. Ebenfalls kannst du von mir ein persönliches Coaching zu all deinen Themen erhalten. Melde dich auch zu unserem Newsletter an. All die Links findest du unter dem Video. Komme nun mit zur Meditation.
Das Video enthält starke Heilenergie durch die Kraft unserer 13 Ebenen, dem Seelenrad, Lebensrad und dem Engelsrad. Die Klänge und richten heilenden Frequenzen erhöhen mit jedem Anhören die Energie. Die Musikfrequenzen werden zu jedem Video, welches ich aufnehme, jeweils einzeln unterlegt, abgestimmt auf die Energie, in der wir uns befinden. Am Ende des Videos wirst du mit einem Glockenton wieder ins Hier und Jetzt geführt. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinausstrahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Friede in dir entsteht. Wie du ruhiger wirst, deine Emotionen kommen ganz zur Ruhe. Tauche ein in deinen Herzensraum. Nimm die Liebe dort wahr. In deinem Herzen dein Feuer, die Dreieinheit in dir entfacht. Fühle diese Liebe. Fühle die Stille und Geborgenheit. Fühle, wie der Friede entsteht. Dich tief verbindend mit sicherer Kraft und stabil in deinem Herzensraum, dein Herzensfeuer in dir lodern lässt. Lasse dich tief hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energien dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr. Die Energien,
die Farben, all deine Fähigkeiten. Sulea, deine Boten und Helfer, die Mondmutter, deine Seelenengel dich begrüßen. Wir werden dich auf deiner heutigen Reise begleiten. So laden wir dich ein zu der Reise tief in deine Seele hinein. Dort, wo alles für dich gespeichert wurde. Du bist stabil. Dein System wurde erneut für diese Reise ausgerichtet. Geliebtes Kind, ich, Sulea, begleite dich durch deine Zeitenlinien. Wir, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel sind bei dir. Werde ganz weich. Lasse dein Herzensfeuer weiter um dich strahlen. Fühle, wie deine Enge sich dabei auflöst. So wandere mit diesem Leuchten über deine Fußchakren ganz tief in den Schoß der Erdenmutter. Und nimm wahr, wie sich deine Lichtwurzeln dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden. Und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Lasse dich vom Feuer der Erdenmutter umfangen. Dich kraftlos fühlst, ich entzünde das Feuer in dir. Fühle die Stille. Öffne all deine Sinne für all das, was sich in der Dunkelheit dir zeigt. Es sind die Stimmen von Mutter Erde. Sei ganz konzentriert, entspannt. Mutter Erde bringt dir das Lied deiner Träume. Lasse geschehen, lasse es geschehen. Bist du eingetaucht, tief in meinen Schoß.
in deine Schattenwelt und diese umarmtest. Wisse, geliebtes Kind, ich schenke dir Geborgenheit in meinem Schoße, so dass du deine Harmonie findest, wenn du deine eigene Dunkelheit und deine Schatten liebst. Hier kann ich dir verraten, weshalb es sich zu leben lohnt. Sinnlichkeit, geliebtes Kind, ist das Zauberwort. Lust und Sinnlichkeit, denn sie verkörpern den wahren Sinn des Lebens. Nimmt sich das Recht heraus, diese wahren Schätze des Lebens zu unterdrücken oder mit Regeln zu unterbinden. Nun liegt es an dir, wofür du dich entscheidest. Für ein gesittetes Leben ohne Lebendigkeit. Oder ein lustvolles, jede deine Zellen begeistert und dich allumfassend erfüllt? So steigt die Dunkelheit aus deiner Tiefe empor und begegnet dem Licht. Ich, die Mutter, singe dir das Lied. In deinem Leben weht unruhig der Geist. Doch, geliebtes Kind, erkenne. Wie wärmendes Licht, sinnliche Schatten auf deine Haut zeichnet. Klärt und erfrischt deinen Geist und belebt dich mit einem Vibrieren. Spüre die Vereinigung des Urgrundes der Mutter mit dem reinen geistigen Licht. Spüre die Sinnlichkeit aus dem Schoße der Mutter, während die Erkenntnis eine Schöpfung des Lichtes ist. Erkenne nur in der Vereinigung in der Tiefe des Urgrundes, in der Verbindung mit dem geistigen Licht. Hier findet dein wahres Erkennen statt. Lasse es geschehen. Lasse dies immer wieder geschehen. Verweile einige Momente.
wie das heilige Feuer dich nach oben trägt. Über deine Chakren. Fühle dieses Feuer, wie es in deinem Wurzelchakra die Kundalini entfacht. Diese nach oben steigt über deine Chakren, deiner Wirbelsäule entlang, alles für dich reinigt und auflöst. Lass dir die Zeit, die du brauchst. So wird alles heilen. Sieh die Mondsichel über deinem dritten Auge. Und sieh, wie sie silbernes Mondlicht in dich ergießt. Genieße diese Reinigung. Das silberne Mondwasser fließt durch all deine Chakren, deine Körper, Organe, in all deine feinstofflichen Körper, in deine Zellen und tief in deine Zellkerne hinein. Genetische Codes der Wirklichkeit werden zu dir gebracht. Voller Harmonie getragen von deinen Seelenkräften begrüße ich dich. Ich, Solea, begleite dich erneut auf deiner Heilreise. Fühle, wie wir dich höher tragen in die Felder der Liebe. In die Felder der Venus. Erinnerungen an euer Paradies. So führen wir dich dorthin. Und wisse, geliebtes Kind, hier erkennst du die Liebe in deinem Herzen. Du erkennst dich selbst. Du erkennst den Ort des tiefen Vertrauens. Fühle diesen Ort, fühle die Energien. Sicherheit, Liebe, Vertrauen. Erinnerungen werden wach. Bade in dieser Energie. Genieße das Lichtbad deiner Seelenkraft. Deine Boten und Helfer, deine Seelenengeln
singen ihr Lied. Genieße, genieße. So schöne, kristalline Stätten, deine Energien erhöhen sich stets und werden in dir in jedem Moment eingebettet. So führen dich deine Engel. Hier findest du einen wichtigen Schlüssel, welcher dir ein neues Tor öffnet. So führen wir dich durch dieses Tor. Lasse es geschehen. Geliebtes Kind, so führen wir dich heute in die Felder von Einheit und Heilung. Wisse, geliebtes Kind, dies brauchst du, um in Gänze einst in deinem Herzen zu sein, aus deinem Herzen heraus zu handeln. Lasse es mit der Musik geschehen. Um wirklich frei zu sein, musst du zuerst ganz in dir ruhen. Denn wisse, geliebtes Kind, erst dann bist du frei. Wirklich frei, um innig zu lieben. So wirst du die Reinheit der Liebe finden. Denn nur dann, geliebtes Kind, wenn das Alte abgeschlossen ist, erhältst du ein Geschenk, das dein Leben erfüllen will. So fühlst du, wie du weitergetragen wirst. Die Energie verändert sich. Ein Kreislauf findet seinen Abschluss. In dir darf etwas zu Ende gehen. So führen wir dich in die Felder der Einheit und Heilung. Du erkennst das Seelenrad, das Karma-Rad und das Engelrad, wie sie übereinander drehen. Erst schwer, dann immer leichter und leichter. Link.
links herum, rechts herum, ineinander drehen, dich höher tragen. Du hörst, wie deine Seele flüstert. Denn wisse, geliebtes Kind, deine Seele kennt die einzelnen Räume und ihre Themen. In deinem Seelenrat sehr genau. So spricht deine Seele. Ich verbinde. Ich heile. Bin eins. Sie singt dir dein inneres Lied. Heilung, Kopf und Herz vereinen. Hier erinnerst du dich an deine in dir angelegte Fähigkeit, die Fähigkeit, in Einheit und Vereinigung zu gehen. Die Fähigkeit der Hingabe. Die heilsame Vereinigung der Polarität von Mann und Frau. Heilung vollzieht sich, indem das Chaos geordnet wird. Chaotische Situationen wollen neu strukturiert werden, neue Formen gefunden werden. Heilung vollzieht sich im Element der Erde. Die geheilte Form sind jene Strukturen, welche durch die Kraft der Elf aufgelöst worden sind. Setzt die Zwölf Einheit und Heilung nun neu zusammen. Heilung durch das Verschmelzen der Pole. So entsteht ein erneuertes Feld, das im Einklang mit dem Leben und mit der Freude am Leben steht. Eine Befreiungsaktion in deinem Leben hat stattgefunden. Hemmende Strukturen wurden aufgelöst und gesprengt. Einen strukturfreien Raum hast du nun betreten. Gestalte nun neu. Erschaffe neue Formen. Verwirkliche nun. Strukturiere neu. Doch nun im Einklang mit der Mutter Erde. Vereine die beiden Pole in dir. Nutze die Kraft der Intuition deines Herzens und die Kraft deines Geistes, deines Verstandes gleichermaßen. Mann und Frau vereinen sich in deinem Inneren. Einheit vollzieht sich in Liebe, innige Verschmelzung. Heilung findet statt. Heilung des Körpers,
sowie Heilung der Seele. Heilung findet dadurch statt, dass scheinbar Unvereinbares wieder zu einer Einheit wird. Das Unvereinbare beobachtest du immer wieder im Außen. Genau dann möchte es in dir selbst Heilung finden. So dreht sich das Rad des Lebens weiter. Eine Krise ist das sichtbare Zeichen der notwendigen Veränderung. Das Rad des Lebens bringt dich zurück in jene Bahn, die in deiner Seele vorgezeichnet ist. Überprüfe täglich mit deinem Seelenplan. Macht mir das, was ich tue, wirklich Freude? Erfüllt es mich ganz? Verharre nicht, sondern ziehe weiter, so wie das Rad sich weiter dreht. Denn dein Leben will dich erfüllen, will dich bereichern, will dein gesamtes Sein erweitern. Lasse es geschehen. Lasse es mit der Musik geschehen. Singst du tiefer hinab in das Wesen deiner Seele. So bringt der Strom dich zur Priesterin. Ich, die Priesterin, trage das Wissen der weiblichen Urkraft in mir. Ich kenne die Rhythmen des Herzschlags der Mutter Erde. Ich höre ihre Stimme und kann ihre Lieder deuten. In dieser Verbindung mit der Urmutter verbinde ich mich mit dem geistigen Prinzip, mit der Kraft des Lichtes. Ich hebe den Kelch nach oben hin und symbolisiere damit, dass ich mich für die Inspirationen des Geistes öffne. So trete ich in eine innige Beziehung mit den Bewusstseinsfeldern ein. So erhalte ich eine Fülle an Informationen aus den unterschiedlichsten Ebenen des Geistes. Ich höre die Stimmen der Weltenseele und nehme die verworrenen Gedankenmuster
des Bewusstseinsfeldes genauso wahr wie die reinen und geklärten Gedanken. Meine Aufgabe besteht nun darin, all diese Stimmen und Gedankenkräfte zu einem geklärten und kraftvollen Geflecht zu vereinen. Jeder Gedanke ist Ausdruck des großen Geistes, der mit seinem Licht den empfangsbereiten, nährenden Urgrund befruchten will. Die verworrenen Gedankenmuster gilt es zu bereinigen, damit die Befruchtung des Urgrundes heilbringend gelingen kann. In all deinen Schwierigkeiten möchte ich, die Priesterin, dir zur Seite stehen. Rufe mich, wenn verwirrende Gedanken und Unklarheiten in deinem Leben dich nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich weiß, wie Klärung und Reinigung in deinem Leben gelingen kann. Und ich weiß, dass du in ein geklärten Feld dich voll entfalten und erblühen wirst. Lasse nun all das geschehen. In deiner Tiefe bemerkst du, dass deine Engel dir beschreiben, dass es nun Zeit wird, zurückzukehren. Du siehst die Felder, die Ebenen, den schönen Liebesplaneten. Es fällt dir leicht, zurückzukehren. Du hast etwas zurückerhalten, das dir in deinem Alltag dient. Deine dir eigene Urkraft, emotions- und wertfrei zu leben. Die Verwirklichung deiner selbst in Fülle zu leben. In der Freude zu allem, was ist.
du fühlst Leichtigkeit und Lebensfreude in dir, so kommst du wieder in deinem Herzensraum an. Bedanke dich bei deinen Boten und Helfern, bei deinen Seelenengeln, der Erdenmutter, bei Solea, der Urmutter, bei der Priesterin, beim Silbermondlicht. Bringe deine Urkraft ins Leben hinein. Sieh, wie in jedem Moment deiner Begegnungen Liebe und Licht, Lebensfreude und Leichtigkeit fließt. Vertraue darauf. Lasse es geschehen. Lasse es nochmal mit der Musik geschehen. Komme nun mit dem Klang der Glocke wieder zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen. Hat dir die Reise gefallen? Lasse auch dein inneres Kind immer bei dir sein. Beziehe es in deinen Alltag ein. Spreche mit ihm, es wartet täglich auf dich. So darf alles heilen. Schenke ihm als Dank Liebe und Lebensfreude. Mache es dir schön. Durchlichte dein Leben, so wird es leicht und dein Herz frei. Komme mit mir zu unseren wöchentlichen Livestreams am Donnerstag. Hier arbeiten wir mit den Energien unserer Boten und Helfer. Wir werden ein Friedensfeld und Heilungsfeld mit den Liedern für uns und für unsere Erde errichten, welches auf unserer diesjährigen Reise uns tiefgründig begleitet. Denn du weißt ja bereits, erinnert uns Solea immer wieder, dass die kommende Zeit unter der Heilung der Liebe steht. Um nach Hause zu kommen, müsst ihr, geliebte Kinder, erst in euren tiefsten Kern, in eurer Urkraft tief verankert sein, um am Ende gesund und selbstbewusst in Gruppenkraft in den neuen lichten Ebenen zu gelangen. Denn wisset, geliebte Freunde, ihr werdet einst befreit sein von Schmerz und Krankheit. Lasset dein Licht in dir entstehen. Liebe dein eigenes Licht und die Liebe, und alles wird heil. Dabei möchten wir euch so gerne zur Seite stehen. Und wir tun dies gerne. Du wirst überwältigt sein von dem, was in kurzer Zeit geschehen darf. Herzliche Einladung zu meiner täglichen Energieübertragung und Zellkern-Matrix-Heilungen und den neuen Codes der Venus. Hier kannst du deinen eigenen Venus-Code erhalten. Du erkennst deinen Seelenplan. Mit der täglichen Energieübertragung bist du eingehüllt in die lichten Energien von Mutter Erde und des Universums. Die Teilnehmer berichten mir, sie würden nur an Solea denken und das grüne Heilungslicht fließt zu ihnen. Alle Links findest du unter dem Video. Ich freue mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr.
Wenn dir meine Meditation gefällt, hast du die Möglichkeit, diese für dich selbst zu holen. Für dich persönlich abgestimmt und energetisiert. Wenn du regelmäßig diese Meditationen machst, über eine längere Zeit kann vieles in Heilung gehen. Da wir in den Mondreisen regelmäßig durch unser Sternenrad reisen, dieses intensiv kennenlernen und somit uns selbst. Die Links findest du ebenfalls unter dem Video. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, es ist schön, dass es dich gibt. Hole dir gleich deinen eigenen Venus-Code. Den Link, wie gesagt, unter dem Video.